Dubai. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divi's Movie Channel. Heute geht's wieder um das Thema PS4. Ja, wie könnte es auch anders sein? Ich habe mir vorgestern eine Kamera für die PS4 gekauft. Ja, und so sieht das Ganze aus. Das ist der Karton und ich weiß nicht, ob manche von euch diese Kamera schon haben. Sie war ja auch im Bündel dabei mit Killzone und manche von euch haben sich die vielleicht so gekauft. Ich habe sie jetzt auch und hier seht ihr schon, wie die ganze Kamera aussieht. Diese Kamera hat jetzt aktuell, könnt ihr auch noch sehen, 59,99 € gekostet. Ist ein ganz fairer Preis. Ich habe sie im Internet schon gesehen für weitaus mehr und wurde sogar mal für 100 € verkauft. Aktuell gibt es immer noch Preise zwischen 80 und 90 €. Das fand ich jetzt natürlich wirklich sehr viel und ja, für das Geld habe ich gedacht, kann ich mir die jetzt auf jeden Fall kaufen. Und ist ein ganz kleiner Karton. Die Kamera ist auch ganz klein und schmal. Ihr seht schon, dass sie zwei Linsen hat. Und ich lese euch jetzt noch mal kurz vor, was hinten so drauf steht. Und zwar holen Sie sich mit der PlayStation-Kamera alles aus Ihrem PS4-System heraus. Loggen Sie sich mit Hilfe der Gesichtserkennung bei Ihrem PS4-System ein, streamen Sie Ihre Aufnahmen von sich selbst beim Spielen und öffnen Sie die Tore zur erweiterten Realität von The Playroom, der auf Ihrem PS4-System bereits vorinstalliert ist. Ja, und bei mir ist die schon angeschlossen. Ich habe das auch alles ausprobiert mit der Gesichtserkennung und das Neue, was ihr dann natürlich auch habt, wenn ihr jetzt die PlayStation 4 nutzt, dass sie natürlich diese Spracherkennung hat und wenn ihr jetzt sprecht und sagt PlayStation und ihr könnt dann die Spiele anwählen, dann sagt ihr einfach FIFA oder Killzone oder Assassin's Creed und so weiter, dann wird das angewählt, ihr könnt dann starten sagen. Und das alles ohne Controller ist also auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und die Kamera, wie ich jetzt euch auch schon vorgelesen habe, könnt ihr jetzt für den Online-Stream nutzen. Das heißt, sie filmt euch. Am Anfang habt ihr dann auch noch so Einstellungen, dass die Kamera auch richtig steht und alles. Und dann könnt ihr euch beim Zocken filmen lassen und das wird dann alles gestreamt und dann können alle Leute von der ganzen Welt euch natürlich zuschauen, wenn ihr das möchtet, beim Zocken. Und ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe mir selber schon viele Leute angeschaut, die sich ab und zu immer filmen und es ist auf jeden Fall ganz lustig. Und noch dazu gibt es dann The Playroom. Das ist wieder eine Sache für sich mit so kleinen Spielereien und Games, die man noch außerhalb spielen kann und dann kommt der tolle PS4-Controller auch zum Vorschein, mit denen ihr dann Moves machen könnt und aus dem Sound kommt und, ist also total toll und ich kann euch nur sagen, kauft, wenn ihr die PS4 noch nicht habt, beruhigt das Bündel, wo die Kamera mit drin ist oder kauft sie euch so, es ist richtig toll und ich kann euch die Kamera wirklich nur empfehlen und es wird noch ausgeweitet. Es ist noch längst nicht das, was ihr jetzt alles in diesem Playroom findet, das, was es war. Nein, das wird noch viel ausgeweitet und viel verbessert und es kommen noch viele Sachen dazu. Ist ja klar, ist jetzt auch noch ganz neu und bleibt einfach dran. Kauft euch die Kamera, ist wirklich eine sehr schöne Sache. Wie gesagt, ich kann sie euch nur empfehlen. Kostet jetzt aktuell 59,99 € und ja, Leute, das war es erstmal wieder von mir zu der PlayStation 4 Kamera und falls euch das Video gefallen hat oder meine Empfehlung, dann würde ich sagen, macht mir den Daumen nach oben und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Ich freue mich drüber und wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis dahin, Leute, wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Also bis dann, ciao, macht's gut.